WDR 3 Meisterstücke. Klassik für Entdecker mit Michael Lohse. Ich komme vom Kabarett, liebe klassische Musik und rede gern darüber. Weg mit den Schubladen. Klassik ist doch oft auch nur die Popmusik der letzten Jahrhunderte. Es gibt so unfassbar viel tolle Musik. Aus dieser Fülle suche ich zusammen mit meinem Team jede Woche ein Meisterwerk aus und erzähle seine Geschichte. Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen, sang einst Johannes Heesters. Der Pianist Arthur Rubinstein konnte das bestätigen und wusste außerdem, keine Musik wirkt zuverlässiger auf das weibliche Geschlecht als die von Frédéric Chopin. Nur Chopin selbst hatte nicht viel davon. Denn erstens streiten die Biografen darüber, wie weit es mit seinem Interesse an Frauen überhaupt her war. Und zweitens war er schon mit Mitte 20 gesundheitlich viel zu angeschlagen für große Konzerttourneen mit Groupies in der Garderobe. 1835, als Chopin seine berühmte G-Moll-Ballade abschließt, diagnostizierte Arzt bei ihm Grippe mit Bluthusten. Es ist der erste Ausbruch der Tuberkulose, die sein Leben von nun an überschattet. Dabei läuft es eigentlich nicht schlecht für den 25-Jährigen. Der schüchterne polnische Emigrant hat es in wenigen Jahren zum Star der Pariser Salons gebracht und zum wohl bestbezahlten Klavierlehrer der französischen Hauptstadt. Verliebt ist er auch in seine 16-jährige Schülerin Maria Wodzinska. Die Ballade allerdings widmet er nicht ihr, sondern einem Mann. Dédié à Monsieur le Baron de Stockhausen. Nein, das ist kein Urahn von Karl-Heinz Stockhausen, sondern ein deutscher Diplomat, der damals in Paris das Königreich Hannover vertrat. Aber der Name des Kölner Avantgardisten passt trotzdem irgendwie zu Chopins Ballade, denn so zukunftsweisend und radikal war Chopin selten wieder. Das geht schon gleich in Takt 7 los. Das war schon ziemlich harter Tobak für die Zeitgenossen. Ein fieses S in der Melodie reibt sich gnadenlos mit dem Basston D. Schärfer geht es kaum. In den ersten Ausgaben haben ängstliche Bearbeiter den störenden Ton denn auch lieber wegretuschiert. Dabei ist dieser Schmerzensakkord nur ein Vorgeschmack auf die Spannungsklänge, die noch folgen. Klingt ganz schön modern für einen Romantiker, oder? Noch dazu für einen, der unter Sentimentalitätsverdacht steht. Denn in seiner Musik mischen sich slawische Schwermut und der leicht lebensmüde Pariser Zeitgeist des 19. Jahrhunderts zu einer melancholischen Grundstimmung. Kein Wunder, der Vater ist Franzose, die Mutter Polin. Aber Chopin ist eben noch viel mehr, ein großer Neuerer zum Beispiel. In seiner Harmonik nimmt er Richard Wagners komplexe Akkorde vorweg. Isoldes Liebesschmachten im Tristan zum Beispiel. Chopin braucht kein monumentales Gesamtkunstwerk wie Wagner, um Zukunftsmusik zu schreiben. Und mit dessen Konzept der Programmmusik hat er auch nichts am Hut. Wobei, jetzt wird's kompliziert, ausgerechnet in seinen Balladen vielleicht eben doch. Denn Chopin könnte dazu von einem literarischen Werk inspiriert worden sein, den litauischen Balladen von Adam Mickiewicz. Den Dichter kennt er persönlich, denn Mickiewicz ist ein Landsmann und ebenfalls vor den Russen in die französische Hauptstadt geflohen. Was die patriotischen Gefühle für die Heimat angeht, liegen beide voll auf einer Linie. 1831, als Chopin die Arbeit an seiner G-Moll-Ballade beginnt, befindet er sich emotional im Ausnahmezustand. Gerade erst in Paris angekommen, verfolgt der 21-jährige Flüchtling ohnmächtig die Nachrichten aus der Heimat. In Warschau wurde der sogenannte Novemberaufstand gegen die russische Besatzung blutig niedergeschlagen. Chopin kann es kaum fassen. Er ahnt nicht, dass er seine Heimat nie wiedersehen wird. Die einzige Waffe, die ihm zur Verfügung steht, ist die Musik. Und so verarbeitet er die politischen Ereignisse gleich in mehreren Stücken. In der G-Moll-Ballade ebenso wie in der Revolutionsetüde.
Ada Mickiewicz lieferte das passende Versepos zum nationalen Trauma. Im Mittelpunkt steht der Held Konrad Wallenrod. Den gab's wirklich. Ein Ritter des Deutschen Ordens, schließlich sogar sein Chef. Doch soll er laut Mickiewicz eigentlich Litauer gewesen sein. Und nachdem er sich seiner Herkunft bewusst wurde, führte er die bösen deutschen Ritter ins Verderben. Ziemlich blutrünstig und grenzwertig das Ganze und leider nicht annähernd so geschmackssicher wie Chopins Musik. Aber es ist ohnehin umstritten, wie weit die Bezüge zur Ballade reichen, außer dass Chopins Klavierstück eben auch irgendwie düster, pathetisch und dramatisch klingt. Also die Suche nach einer literarischen Vorlage hilft nicht recht weiter beim Verständnis von Chopins Ballade. Wir müssen uns dem Geheimnis seiner Musik irgendwie anders nähern. Schlagen wir doch mal nach beim französischen Literaturnobelpreisträger André Gide. Der schreibt in seinen Notizen über Chopin: Es wurde uns überliefert, dass Chopin am Klavier immer den Eindruck des Improvisierens machte. Das heißt, dass er seine Gedanken unaufhörlich zu suchen, zu erfinden, nach und nach zu entdecken schien. Das Spannende an Chopin ist also, dass man nie weiß, was als nächstes passiert. Er horcht den Tönen nach und entwickelt daraus seine ergreifenden Seelenlandschaften voller Überraschungen und Entdeckungen. Gar so spontan sollte man sich den Schaffensprozess allerdings auch wieder nicht vorstellen, denn bei seiner späteren Lebensgefährtin George Sand, das ist die, mit der er auf Mallorca war, kann man nachlesen, welche akribische Arbeit bei Chopin auf die erste Inspiration folgt. Er schloss sich ganze Tage in seinem Zimmer ein, lief auf und ab, zerbrach die Federn, wiederholte, änderte einen Takt 100 Mal, schrieb ihn und strich ihn ebenso oft wieder aus. Er arbeitete 6 Wochen an einer Seite, um sie schließlich so niederzuschreiben, wie er sie im ersten Wurf skizziert hatte. Im Fall der G-Moll-Ballade dauert die Quälerei ganze 4 Jahre. Chopin bewahrt in seiner Musik zwar den Gestus des Improvisierens, dabei überlässt er in Wirklichkeit nichts dem Zufall. Seine Werke haben eine äußerst raffinierte und logische Form. So lassen sich in der Ballade im Prinzip alle Zutaten einer Klaviersonate à la Beethoven nachweisen, mit Hauptthema, Seitengedanken und allem drum und dran. Nur, dass Chopin darüber hinaus noch für diese magischen Momente sorgt, den hier zum Beispiel. Seltsam unentschlossen wirkt die Musik. Dann plötzlich kommt ein Ton im Bass, der, um nochmal André Gide zu zitieren, die Landschaft plötzlich wie durch die Berührung mit einem Zauberstab verändert. Wenn Sie jetzt sagen, begabter Junge, dieser Chopin, der hätte ja mal was Richtiges komponieren können. Eine Oper oder eine Symphonie zum Beispiel. Da war bei Chopin nichts zu machen. Anders als seine fast gleichalten Kollegen Franz Liszt und Robert Schumann beschränkt er sich radikal auf das Klavier. Das große Orchester interessiert ihn nicht. Das sollen andere machen. Alles, was er braucht, ist ein schwarzer Kasten mit 3 Pedalen und 88 Tasten. Aus dem aber holt er völlig neue Nuancen und Effekte raus, zum Beispiel in der dramatischen Coda Presto con Fuoco. Ziemlich viel Leidenschaft und Energie für einen Tuberkulose-Patienten. Robert Schumann, selbst Produzent ziemlich abgefahrener Klaviermusik, nannte Chopins G-Moll-Ballade denn auch respektvoll eine seiner wildesten und eigentümlichsten Kompositionen. Vielleicht hat das Stück ja deshalb nicht nur Pianisten, sondern auch Literaten besonders beschäftigt. André Gide habe ich schon mehrfach erwähnt. Detlef von Lilienkron schrieb ein Gedicht mit dem Titel Ballade in G-Moll. Der Tipp des Kieler Lyrikers: Mit ordentlich Alkohol im Blut kommt Chopins Höllentrip gleich doppelt gut.
Im Nebenzimmer, das wir nun durchschritten, stand ein Klavier. Und wie dorthin gezogen, setzt an die Tasten sich mein junger Freund und spielte die Ballade G-Moll Chopins. Und wie vom Geist des Weines nur befeuert, begeistert nur zu höherem Seelenflug, erwuchs zu mächtigem Wesen jenes Stück. Nie hatt ich herrlicher sie spielen hören. Und vor einigen Jahren widmete der Brite Alan Rusbridger Chopins Opus 23 gleich ein ganzes Buch. Rusbridger, im Hauptberuf Chefredakteur der Tageszeitung Guardian, beschreibt darin einen Selbstversuch. Er wollte innerhalb eines Jahres die Ballade spielen lernen, so wie andere einen Marathon laufen. Am Ende brauchte Rusbridger 18 Monate für das Stück und seine Anstrengungen am Flügel verglich er mit der Besteigung des Matterhorns. Das Stück dauert keine 10 Minuten, enthält aber alle Probleme, die man sich auf dem Klavier vorstellen kann. Die Hände müssen artistische Kunststücke vollbringen. Stellenweise sehen die Notenblätter aus, als hätte jemand Fliegen auf Papier zerquetscht. Das Ganze wird so teuflisch, dass es dich fast um den Verstand bringt. Ein Albtraum. Ach ja, man müsste Klavier spielen können. Vielleicht doch ein bisschen weinerlich, diese Briten. Hören wir lieber noch ein bisschen dem Polen Christian Zimmermann zu. Der kann's,